Zap, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Der Lukas hat mich angeschrieben und hat ein Problem mit seinem Siemens-Trockner. Der zeigt den Fehler E09 an, sobald er einschaltet. Dieser Fehler wird ausgelöst bei Siemens und Bosch meistens von diesem kleinen Sensor. Das ist ein NTC-Sensor, der sorgt dafür, dass dieser Fehler E09 ausgelöst wird. Ich wollte erstmal beschreiben, wie er da dran kommt, wie er das Ganze löst. Da dachte ich mir, hey, weißt du was, ich mache ein Video und zeige ihm das Ganze gleich so, damit er nicht so lange suchen muss, weil von diesen Sensoren gibt es einige in dem Trockner, die verbaut sind. Bevor er irgendwie den falschen ausbaut und sich da ewig durchsucht, machen wir jetzt ein Video, zeigen. An meinem Bosch-Trockner werde ich jetzt das Ganze einfach mal simulieren und zeigen, wie er an diesen NTC-Sensor drankommt. Da müsst ihr aber ein bisschen vorsichtig sein, den sieht man nicht sofort. Meistens ist da so eine kleine Schutzkappe oben drüber und dann erkennt man das Ganze nicht. Nimmt man die Schutzkappe ab, bei mir habe ich das schon gemacht, deswegen habe ich da keine Schutzkappe mehr. Aber dieser NTC-Sensor, der ist an der Kompressorleitung, wo dieses ganze Kühlflüssigkeit durchfließt. Und wenn da einmal der irgendwie durch Umzug oder sonst irgendwas, normalerweise löst er sich nicht. Aber sollte der Fall sein, dass der sich irgendwie gelöst hat, wird dieser Fehler auftauchen oder der NTC-Sensor ist einfach defekt. Deswegen wollen wir gucken, wie wir das Ganze jetzt überprüfen und wie wir da dran kommen. So, sobald wir einmal vor der Waschmaschine stehen, hier habe ich schon alles vorbereitet. Wir schalten das ein und der müsste uns jetzt einen Fehler E09 anzeigen. So, da haben wir den Fehler E09. Sobald man die Maschine einschaltet und dann tut sich natürlich nichts, weil der Fehler einfach dauerhaft da ist. Solange man den Fehler nicht behoben hat, wird hier absolut gar nichts funktionieren. Wir machen das Ganze aus, machen auf ein anderes Programm und dann schauen wir, müsste der Fehler immer wieder auftauchen. So, da haben wir diesen Fehler. Als erstes machen wir die Maschine komplett aus und ziehen die vom Stecker. So, sobald wir einmal den Stecker gezogen haben, auf keinen Fall da anfangen rumzufummeln, dann geht ihr an die Maschine und macht die nochmal hier an, dreht einfach mal alles, macht ein bisschen die Tür auf und drückt mal ein paar Mal auf Start, dass wirklich alle Kondensatoren alles entladen ist, damit ihr sicher seid, dass da kein Strom mehr drauf ist, weil wir haben hier haufenweise Elektronik und wenn man da einmal dagegen kommt, hat man natürlich gleich ein Problem. Die Lampe tun wir mal beiseite, die brauchen wir jetzt noch nicht. So. Weil das Gefährliche ist, wenn da noch irgendwie Restspannung drauf ist auf dem Kondensator und man kommt irgendwie dagegen und dann kriegt man einen ordentlichen Schlag und das könnte zu Herzrhythmusstörungen und sonst was führen. Deswegen immer sicher gehen, dass alles entladen ist, dass da kein Strom mehr drauf ist, weil ich habe selber persönlich auch schon einige Male einen Stromschlag gekriegt. Es war absolut nicht schön. So, und wenn wir das Ganze erstmal gemacht haben, müssen wir als allererstes den Deckel hier oben abmachen. Wenn wir den abgemacht haben, müssen wir die ganzen Schrauben hier lösen. Hinten befinden sich ein paar Schrauben und unten drunter befindet sich ein oder zwei Schrauben meistens. So, wenn wir das Ganze gelöst haben, können wir die Tür einfach, die Seitenwand einfach zur Seite schieben und dann löst sich. Die ist hier einmal nochmal verankert und nochmal zum Sichergehen. Strom immer gucken, dass da nichts drauf ist. Zur Not mit einem Schraubenzieher den Kondensator entladen, weil ihr müsst hier ein bisschen fummeln. So. So, dann kommen wir zu unserem Fehler. Wie ihr sehen könnt, da hinten ist der Stecker ab, an dem hier. Da befindet sich der NTC-Sensor, da habe ich jetzt das Ganze simuliert und habe den Stecker abgezogen. Deswegen sagt er mir einen Fehler. Natürlich, um da dran zu kommen, ist ein bisschen schwer. Um euch das Ganze zu vereinfachen, könnt ihr einfach den Riemen hier so ein bisschen zur Seite schieben, dann löst er sich hier runter und dann könnt ihr ein bisschen einfacher da dran kommen, müsst nicht hier an dieser Schnur rumfummeln. Ich kann ja jetzt einfach so das Ding reinstecken. Achtung, versuchen wir es mal, da dran zu kommen. Ist halt ein bisschen tricky hier. So, mit einem Finger. Jupp. So, wir haben das Ganze jetzt reingesteckt. Der Stecker sitzt fest. Also dürfte jetzt eigentlich keinen Fehler mehr auslösen. Das Ganze werden wir jetzt einfach mal probieren. Wenn ihr so eine Taschenlampe hier dran macht, immer sofort wieder abmachen, weil sobald die Maschine losgeht, könnt ihr euch das Ding hier irgendwas beschädigen. So, wenn das Ganze drin ist, noch nicht die Deckel alles dran machen, weil man ist ja erstmal nicht hundertprozentig sicher, dass es wirklich an dem Sensor liegt. Es könnte aber auch in der Schaltelektronik sonst irgendwo sein. Wenn die Platine defekt ist, könnte das auch auslösen. Da müssen wir jetzt erstmal den Stecker wieder stecken. So, wir haben jetzt den Stecker einmal drin, Strom müssten wir drauf haben. Und jetzt schalten wir das Ganze nochmal ein und warten mal ein paar Sekunden,
Nach 2, 3 Sekunden tauchte eigentlich der Fehler auf. Jetzt sehen wir, der Fehler ist weg. Also Fehler E09, habt ihr ja gesehen, woran es liegt. Um das Ganze zu lösen, einfach überprüfen, eventuell den richtigen reinstecken. Da müsst ihr aber ein bisschen aufpassen. Es gibt 2 verschiedene Steckmöglichkeiten, dass ihr auch das Richtige bestellt. Aber da seht ihr an eurem defekten Gerät oder defekten NCC-Sensor, was für ein Stecker da ist, und da immer auch wirklich die Daten vergleichen, dass ihr auch das Richtige bestellt, weil wenn ihr ein falsches bestellt, wird das nicht viel bringen. So, machen wir noch mal an. Der Fehler ist gelöst, und wenn das Ganze gemacht ist und ihr wollt den Trockner wieder zusammenbauen, auf jeden Fall wieder vom Strom ziehen, alles rumdrehen, alle Knöpfe drücken, dass da auch wirklich alles entladen ist, dass ihr nicht aus Versehen irgendwie einen Stromschlag bekommt, weil das wäre nicht schön. So. Da seht ihr, wie das Ganze hier so ein bisschen aufgebaut ist. Ja, hier können wir sehen, da ist ein bisschen noch Staub. Falls ihr irgendwie noch weitere Fragen zu diesem Gerät habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Da versuche ich bestmöglich, euch das Ganze zu beantworten. Dann noch ein Ding dazu: Wenn ihr den Keilriemen gelöst habt, schießt der Motor nach unten, weil der ist hier durch die Feder gespannt. Dann wird es ein bisschen schwer. Ihr müsstet dann so einen Haken haben, den ihr hier ohne einhakt, den Motor hochzieht, am besten mit 2 Personen, weil das ist der Motor und die Spannung ist echt stark, um das Ganze wieder dran zu kriegen. Man kann es auch alleine machen, aber dann wird es ein bisschen schwer. Ich habe es versucht, ich habe am besten immer 2 Personen. Einer zieht den Motor hoch, der andere setzt den Riemen hier auf, bis der richtig sitzt. So, jetzt sitzt er, ist auch gerade. Dann auch wirklich darauf achten. Ihr seht hier eine Spur, dass der Riemen genau auf der Spur läuft. Dass der nicht irgendwie hin und her eiert oder irgendwie Verzug hat. Darauf achten. Was ich hier aber sehr schade finde, dass die hier alles aus Kunststoff gemacht haben. Ich hatte in letzter Zeit Erfahrung gehabt, dass diese Kunststoffdinger wirklich sehr schnell kaputt gehen, und dann haben wir ein Problem. Ich könnte mal gucken, ob ich jetzt noch eins aus Alu habe. So, aus Alu haben wir leider keins mehr, aber das wäre einfach mal, das ist schnell ausgetauscht gegen Alu, und dann hält das Ding auch länger, dann kann das Ding nicht so schnell kaputt gehen. Alu-Geräte gehen auch zwar kaputt, aber nicht so schnell wie jetzt dieses Kunststoff. Und wenn ihr schon die ganze Trommel, die ganze Abdeckung hier ab, dann schaut mal gleich hier auf die Rollen. Wie sind die Rollen hier? Sind die schön gerade? Gibt es da irgendwo Risse? Weil da muss man auch sehr gut drauf achten. Die sorgen auch für die Lautstärke, weil wenn die immer mehr abgenutzt werden, werden die dann auch immer lauter. Einfach mal gucken, dass sich hier keine Flusen verfangen. Mit dem Staubsauger grob drüber gehen, alles ein bisschen sauber machen, dann ist das wunderschön. Bei der Maschine sieht das wirklich relativ gut aus. Man kann zwar sehen, ein bisschen Staub ist auf jeden Fall da überall drin, aber jetzt nichts Wildes. Das Ding ist keine Ahnung wie alt, ich schätze mal 4 Jahre, und für 4 Jahre ist das Gerät echt sauber. Wir können hier diesen Staub zwar sehen, aber das ist so minimal, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Da gehen wir davon aus, dass das Gerät wirklich dicht ist. Finde ich super. Und wenn ihr andere Fragen habt, sagt mir Bescheid. Ich versuche euch das bestmöglich zu beantworten. Ich sage erstmal ciao, Kakao.